Willkommen, meine horrorbegeisterte Community. Ich habe der Community ganz stolz erzählt, dass es keine Horrorfilme gibt, die mich erschrecken. Sonst kann ich... Ah, Alter! Sondern eigentlich meistens immer nur Horror-Games. Wir gucken uns drei Horror-Kurzfilme an. Einer davon wurde mir sogar empfohlen von euch. Und falls ihr weitere gute Horror-Kurzfilme kennt, auf die ich mir mal anschauen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Denn ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht erschrecken werde. Aber gucken wir mal und schauen, wie groß diese Filme sind. Und wir fangen an mit dem ersten. Alle Filme sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir fangen an mit The Snapchat. Ich bin gespannt. Los geht's. Ankommen im Pups. Guten Morgen. Oh ja, Fliegen ist eigentlich schon Horror genug, ey. Ich bin schon so viel geflogen in meinem Leben, Leute. Voll motiviert. Oh ja, Leute, ich hatte auch mal jemand im Flugzeug, der ist richtig ausgerastet, weil er Panik geschoben hat. Der hat mich richtig angesteckt, das war schrecklich. Und ich hatte mal ein kotzendes Baby neben mir. Das war auch sehr lustig. Okay, das ist echt schon creepy. Das ist echt schon creepy. Was war denn das? Die ist bestimmt irgendwie böse, oder? Die hat alle fotografiert. Hä? Die hat alle im Flugzeug fotografiert. Jetzt kommt bestimmt gleich die Stewardess. Die sieht jetzt auch gleich. Ja, sie hat alle fotografiert, die im Flugzeug sitzen. Der sieht übrigens aus wie der Eddie Reimers. Eddie, ich wusste gar nicht, dass du einen Film mitspielst. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Wetten? Hä? Sind die alle vielleicht schon tot? Fliegen die in den Tod? Ist sie der Tod? Der ist auch dabei. You better run. Oh mein Gott. Ich würde sofort den Stuhl wechseln. Ich hätte da keinen Bock drauf. Ist aber auch kein Platz mehr frei, leider. Ach, guck mal, wie der da schläft, ey. Der dahinter hat voll den Schädel von ihm irgendwie in Sicht und im Blick. Oh, guck mal, da fehlen schon zwei. Da fehlen schon drei. Die verschwinden alle. Habt ihr das gesehen? Passagiere verschwinden während dem Flug. Oder sind sie etwa nur auf dem Klo? Jetzt schaut er rein. Jetzt schaut er rein. Wie ist sie aufgestanden, ohne ihn zu wecken, frage ich mich. Oh Gott, sie hat uns auch fotografiert. Das wäre so mein Albtraum, Leute. Das ist so, es muss so furchtbar sein. Oh Gott, das muss so schrecklich sein. Vor allem, wenn ich gucke immer auf die Stewardess und wenn die durchdreht, dann würde ich auch schreien. Oh mein Gott. Das wäre so mein Albtraum, glaube ich. Oh, sind ja alle weg jetzt. Die sind alle weg. Er ist jetzt ganz alleine. Hey, das wäre voll das gute Horror-Game, Leute. Bitte, ich will mich jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben bei einem Horrorfilm erschrecken müssen. Ach, da ist sie ja. Oh Gott. Nein, die ist so gruselig. Geh da doch nicht hin, Mann! Ich kann auch keine Horrorfilme angucken, weil ich muss immer reden. Oh Gott, nein, fass sie nicht an. Fass sie doch nicht an. Oh Gott, fass sie doch nicht an. Nein. Eddie, lauf. Oh nein, sie ist weg. Eddie, jetzt kommt ein Jumpscare.
guck mal, die hat die ganzen... Ach, die fliegt immer und nimmt sich dann quasi die ganzen Passagiere mit? Oder was passiert mit denen? Ja, der Flug ist natürlich nicht gelandet. Das Flugzeug ist verschwunden. Ja, über den australischen Alpen ist es vanished, also verschwunden. Ja, keine, also finde ich cool, geiler Ansatz. Ich hoffe, dass mal ein Film draus kommt, weil es wird sehr wenig gesagt, aber das ist gerade cool, vielleicht sogar ein Spiel. Schreibt gerne eure Interpretation rein, finde ich auf jeden Fall von der Story und der Idee schon sehr geil, aber der Jumpscare war, der war, da kann man noch mehr machen, also. Ihr könnt dann mal schreiben, ob ihr euch erschrocken habt. Aber jetzt gehen wir mal über zum nächsten. Mannequin, also quasi eine Schaufensterpuppe, soll das glaube ich sein. Und schauen uns mal den an. It's a mannequin. I know it's a mannequin, man, but why do you have it? And why did you interrupt my Netflix watching to bring me over here to see this? I found her by the dumpster. I've seen on Craigslist recently that full-size mannequins such as her get sold for $300 to $400 easily. Okay, also er sagt okay, quasi, so er hat die gefunden, beim Müller hat sie mitgenommen und die kriegt man anscheinend für $300 to $400 mega einfach verkauft. Once again, I do appreciate you sending me this Netflix login. No problem, man. I'm gonna get back to it. Ich finde es so groß. Ich würde mir nie eine Puppe oder irgendwas in mein Zimmer stellen, weil man bildet sich auch so schnell was ein. Ich hatte schon so oft, dass ich im Bettchen lag und mir eingebildet habe, da steht irgendwas. Und ich glaube, du willst die Puppe hoffentlich nur fürs Verkaufen verwenden, nicht für andere Zwecke. Ich würde mir die nie vors Bett stellen. Ja, und so genau noch viel gruseliger jetzt. Noch viel gruseliger. Ja, genau. Das habe ich auch gehasst. Ich habe Puppen im Silent Hill schon gehasst. Die haben auch immer ganz abartige Dinge gemacht. Oh nein, die kommt jetzt hoch. Nein, geh nicht runter. Ich muss es immer wieder sagen. Also wenn ich sowas sehen würde... Ich hatte ja mal so eine Puppe für meine Bachelorarbeit. Ich würde die rausfeuern. Ich würde die sofort raushauen. Dass sie immer so easy bleiben. Genau, nimm den Arm mit. Oh. Ey, wie kann der denn noch schlafen gehen? Die Puppe hat sich doch bewegt, oder nicht? Oder hat die ganze Zeit schon gegen diesen Tisch gelehnt? Ich glaube, die hat auch schon die ganze Zeit dagegen gelehnt. Ey, die steht auf deiner Treppe, Mann. Ey, der ist aber sehr gechillt, muss ich sagen. Mal bei dem blöden Horrorfilm erschrocken seit langem. Nein, das war halt so unerwartet. Eigentlich war es voll erwartet, aber es war irgendwie... Ach, lass mich in Ruhe. Und jetzt fällt er die Treppen runter, ist tot. Also jetzt spätestens würde ich abhauen. Raus mit dir. Ja, Tür ist natürlich verschlossen jetzt. Guck doch einfach nicht mehr weg. Also, dass es jetzt wohl nichts bringt, die rauszutun, müsste ihm doch eigentlich klar sein, oder? Ich würde sofort meine Eltern rufen oder irgendwen. Ich würde das filmen. Sonst glaubt ihr das ja keiner. Hey, das sieht ja genauso aus. Hat es jetzt ihm vor... Der nimmt es jetzt mit, oder? Der findet es jetzt auch und nimmt sie mit. Dass der noch entspannt nach Hause geht. Ich würde sofort die Polizei rufen. Ich würde irgendjemandem das mitteilen, die da nicht einfach hinlegen und sagen, so hat sich erledigt. Und warum nimmt die eigentlich jeder mit? A couple hundred bucks on Craigslist, huh? Ja, er sagt auch, geil, dafür kriege ich 100 Bucks. Ich würde ja nie denken, dass ich dafür so viel Geld bekomme. Okay, jetzt kommt der nächste dran und wahrscheinlich wird die einen auch umbringen. Aber was passiert, wenn die einen zu nahe kommt, verdammt?
Auf jeden Fall ist auch der Film unten verlinkt. Ich glaube, das wäre ein Film, wo ich eher sagen würde, okay, der ist cool als Kurzfilm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir darüber irgendwie einen langen Horrorfilm machen können. Könnt ihr mal eure Meinung reinschreiben? Ich meine, wie soll denn noch diese Puppe gruseliger werden, beziehungsweise was soll noch passieren? Jetzt gucken wir noch den Shadowed an. Der hat eine super gute Bewertung. Und da bin ich jetzt echt gespannt, Leute. Shadowed. Die sollen mich bitte das einsprechen lassen. Dann wird der Horrorfilm auf jeden Fall super laufen. Och, nee, dieses Fenster schon. Also allein bei so Stromausfall kriege ich schon Panik. Und bei Gewitter. Ich hasse es, wenn es gewittert und ich nachts im Flur latsche. Und es ist so richtig ekelhaft. Steht doch gar nichts. Oh nein. Ach, sie kann Dinge im Schatten anfassen, oder wie? Ach, das ist ja cool. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Das hat Potenzial für einen guten Film. Oh mein Gott, nein. Jetzt sieht sie. Oh, ist das ekelhaft. Ja, das hat echt. Oh, ist das. Das wäre ein geiler Film. Das wäre auch ein geiles Horror-Game. Ich finde auch, viele Horrorfilme sind einfach zu lang. Ich glaube, gerade die Kürze, in der Kürze liegt die Würze. Ja, nimm die Kusche. Ich würde sofort abhauen. Ich würde. Stimmt eigentlich, gute Idee. Ich würde sofort abhauen. Die steht jetzt irgendwo, ne? Oh Gott, nein. Das sind jetzt. Ich werde mich gleich nochmal erschrecken. Dreh dich einfach die Lampe aus, dann kann dir nichts passieren, Mann. Dann siehst du einfach Dinge nicht. Margaret! Ich glaube, ich würde einfach rennen. Telefon, Handy, irgendwas. Oh mein Gott, nein. Ich guck da nicht rein. Oh nein, ist das ekelhaft. Oh Gott, ist das ekelhaft. Jetzt dreht sich's um. Vor allem, man weiß ja nicht mal, ob es so eingedreht ist oder nicht. Das geht gleich los. Was ist das? Ist das ekelhaft? Die ist noch entspannt. Ich würde aus dem Fenster springen. Das kommt bestimmt. Oh Gott. Oh fuck. Oh fuck. Sehr cool. Das ist eine geile Idee gewesen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Das hat Potenzial. Was mein Problem oft ist mit Horrorfilmen, ich mag ja Horrorfilme auch nicht so. Weil ich finde, die gehen oft zu lang und dann versuchen sie so viel Horror-Effekts reinzumachen. Ist die Story nicht gut? Ich glaube, manchmal ist es kürzer echt besser und mit einer coolen Idee und nicht zu sehr ausreizend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist immer so, dass ich verliere dann das Interesse an Horrorfilmen, sobald man das Wesen sieht. Deswegen fand ich Blair Witch Project so extrem gut oder den Film, weil man sieht ja nicht wirklich, was es ist. Das finde ich immer viel gruseliger, als wenn es dann wieder irgendwelche animierten Monster sind oder The Grudge-Wesen. Auf jeden Fall, das war's von diesem Video. Wenn euch das Format gefällt, würden wir es nämlich so machen, dass dreimal im Monat Horror-Games kommen und einmal im Monat so ein Format. Deswegen sagt Bescheid, sagt mir, wie ihr es findet, gebt mir Hufis und dann weiß ich Bescheid. Und ja, danke fürs Gruseln und scheiße, ich habe mich erschrocken. Ade mit Eva, nicht Che. Außerdem darf der liebe Cutter auch schreiben, wie oft er sich erschrocken hat.